Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Contagion, und zwar diesmal im BVB-Modus. Ihr hört im Hintergrund, ich zeig's mal hier auf der Spielerliste, einmal den Fischkopf. Hallo! Und den Jack Fleischhammer. Nabend! Nabend! Ja, ich bin wieder als Polizist unterwegs und wir spielen jetzt PvP. Wir haben gegeneinander! Gedacht, wir müssen einfach mal alles ausprobieren. Hintergrund ist derer. Wir wollten eigentlich nochmal Escape-Modus spielen, aber da haben wir gesagt, nee, Escape-Modus ist voll doof. Irgendwo ist hier ein Handy an, auch nicht gut. Und professionelles Gameplay. Ja, kriegt er ja nur auf meinem Kanal. Wir wollen ein bisschen PvP spielen, wir wollen einfach mal die ganzen Spielmodis ausprobieren. Hintergrund ist derer, wir haben heute Sonntag und am Donnerstag kommt gegebenenfalls H1Z1. Yay. Wow, geil. Kennt ihr das? Yay. Genau, man hört die Massen schreien, ich werfe was. Ich freue mich voll. So, kleine Ablenkung. Ich freue mich gehört? Aber auch. Wow. Was war das? Nate. Okay, also vielleicht haben die Leute es noch nicht so ganz verstanden. Wir spielen jetzt gerade gegeneinander, ne? Ja. Also wir spielen jetzt hier zwar noch gegen Zombies auch und hauen die auch, aber eigentlich wollen wir uns gegenseitig töten. Das ist der Plan. Genau. Und jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen hier Munition und so, ne? Oh, oh. Oh nein! Hitzsturz? Ja. Minjas? Ja. Hast du die Infektion angemacht? Ja. Oh nein, ich... Also alles gut hier drüben. Mir geht's total gut. Ich bin ein ganz entspannter Mensch. Gar kein Problem. Seid ihr noch? Seid ihr Menschen? Ja, noch. fuck. Jack Fleischhammer killt Minjas. Ja, ja, das ist eine Unverschämtheit, weißt du? Und jetzt bin ich. Nein, jetzt hat ihr alle Zombies gehört. Ja. So, Jackie. Jetzt wird's spannend, oder was? Ich würde sagen, also noch hau ich hier gerade noch auf Zombies ein, aber. Gleich auf Jackies. Na toll. Ist ja auch nicht schlecht. War ja eine super Runde bis jetzt. Hey, ja. Jack Fleischhammer wins. Okay, ja, jetzt mal Konzentration und dann geht's auch mal richtig los hier. Komm. Mit unlauteren Mitteln natürlich. Ja, wie gesagt, am Donnerstag kommt wahrscheinlich H1Z1. Am Donnerstag wird auch die letzte Folge laufen von, oder voraus die letzte Folge von Contagion. Und zwar, wir haben aufgenommen diese Folge hier, die ihr gerade seht. Und wenn alles gut läuft, können wir euch dann schon am Donnerstag, Samstag, rein theoretisch, Moment, praktisch, ja. Können wir euch dann schon H1Z1 präsentieren. Z2. SZB. Ja. OB. Oh, die Tore sind auf dem Weg. Sieht gut aus. Hier liegt ein Pfeil. Wozu gibt's Pfeile? Ich finde keine Waffe. Ich finde keine Waffe. Ich finde, das ist gemein. Hammer finde ich doof. Sig Sauer ist meine Waffe. Remington 700. Wir haben jetzt alle von Anfang an eine Nahkampfwaffe, ne? Ja. Hammer. Ich habe den Hammer. Ich habe den Opel. Herr Fleisch, ich habe einen Hammer für dich. Oh, shit. Könnte ich dir anbieten? He didn't. Was ist das denn hier? Hier ist zu. Hier ist ein Pfeil. Ich habe einen Pfeil gefunden, Leute. Habe ich auch gefunden, ja. Ich habe auch einen Pfeil gefunden. Eventuell kann man in Verbindung mit dem Hammer und dem Pfeil einen Bogen bauen. Ja. Oh Mann. Bin ich richtig? Okay, ich höre Zombies. Ist jemand schon von euch tot? Nein. Nein. Oh, fuck. Warum nicht? Ich aber gleich. Gut. Oh, was schlägt der mich? Was ist denn mit der Schrotflinte los? Ist der zu zweit? Geht weg. Wo seid ihr denn? Max Payne und alter Mann und oh. Der Schüsse. Ja, ich probiere mich noch zu. Oh, ich habe nur noch ein Fitzelchen von Energie, weil die jungen Männer hier mich... Energie. Kriegt ihr mich nicht. Leute. Da also, brauche ich eins. Ich habe eine Shotgun... Ja. Ich habe keine Chance. Ich habe mit der Shotgun aus nächster Nähe... Weißt du, mit der Shotgun aus nächster Nähe in your face und das Ding ist nicht umgefallen. Das gibt's doch gar nicht. Schüsse. Auf Entfernung wäre ich mit einverstanden gewesen. Komm hier durch. Ja. Das war schon sehr, sehr, sehr interessant hier. Okay, also die Zombies laufen in eine gewisse Richtung. Was mir wahrscheinlich sagen soll, dass ihr da seid. Probier das mal aus.
Oh, jetzt ist wieder Stille. Ja, das ist immer, wenn es so... Inno. Oh, shit. Inno. Inno. Oh, shit, nein. Den Fehler habe ich schon mal begangen. Oh Gott, oh nein, 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 nein. Beschießt ihr euch? Nee. Nee. Schade. Ich muss hier ein bisschen Weg freiräumen. Hey! Sag mal, manchmal... Jetzt beschießen wir uns. Hau ab, Mann! Hau ab! Wo ist die Action? Hat noch gehört. Das Interessante ist, ich habe ja keinen Funken Energie. Wo ist die Peitsche hin? Wo bist du, Mann? Hier! Wo seid ihr? Ja! Nein! In your face. Ja, Zombie, beiß ihn an, der ist lecker. Das ist der Hammer, ist das. Ja, fress ihn. Fress ihn! So, warte mal, ich hab den mal, der dich angeknabbert hat, freundlicherweise unter alten Wegkumpanen hab ich ihn. Bringt nur nicht viel. Nee. Hey, Minias! Hey, Minias! Ja, bitte? Gibt's nicht so ein Zombie-Vision, dass man sehen kann? Ich hab ein komplettes Magazin in dich eingeleert. Da kommt. Hier warst du doch gerade. Hey, Minias! Nein, ah. Mist. Ach, 47. Ich habe dich quasi nur einmal angeguckt, schon warst du tot. Ja, ich hatte ja keine Energie. Ich hatte war ja auf Null. Ich ja auch nicht. Könnt ihr bei mir auf dem Kanal gucken und beim Fischi sehen, wie er mich rücksichtslos in die Hoden... Weißt du? Ey, mir gefällt das. Aber damals, als es noch in dieser Beta-Phase war, habe ich das auf so öffentlichen Servern gespielt. Und da war das ganz lustig, weil... du dann auch, wenn du gegen, also an andere Leute getroffen hast, wusstest du nicht, okay, sind die jetzt freundlich oder nicht? Weil das gab's auch, dass Leute zusammengekämpft haben. Und manche haben einfach aber alles gekillt, was sie getroffen haben. Und das war ganz spannend. Schön Voice-over-IP, ne? Übrigens nochmal zur Richtigstellung. Das ist natürlich nicht die letzte Sache, die wir jemals zusammen gespielt haben. Vielleicht nach diesem Abend noch dieser Runde, aber theoretisch... spielen wir H2O KOPF zusammen. Theoretisch. Wenn es denn am Donnerstag rauskommen sollte. Ich hoffe es ja. Und ich hoffe drauf, dass wenn's das Wenn es am Freitag bessere... kommt, dann nicht mehr. Denn nicht. Also, nee. Dann lassen wir das. Oh, Nate. Gib mir die Nate. Okay, irgendwie habe ich... Du hast eine Nate? Jo. Ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wie kommt man Waffen weg? Ich finde hier auch nichts. Wo seid ihr gerade? Im Wald. Im Busch. Alter! Nein! Das ist doch Jackie, oder? Nein! Nein! Lauf! Ich zappel so hin und her, dass mir schlecht wird, wenn ich hier laufe. Oh, schwierig. Panik. Hab ich mich erschrocken. Naja, so innerlich, so im Herzen, weißt du? Innerlich im Herzen? Es tut halt nur weh getan. Es tut mir auch immer weh, wenn Jack auf mich schießt, ja? Weil ich dachte, wir haben Freunde, weißt du, wir haben uns nackt am See in Rust. Jetzt kommst du wieder mit dieser jahrealten Geschichte. Das ist lange her. Bist du? Alt! Nein! Ich hatte noch gerade... Fischkopf ist deit. Hier auch im Busch stand, ne? Jo. Lalala. Hab dich umlaufen, gar kein Problem. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir zu dritt spielen könnten, was ihr von uns sehen wollt. Ja, genau. Strip-Poker fällt aus. Falls H1Z... Was ist das für ein Scheißname eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ne? Der bringt ihn sofort durcheinander. H2OKOPF finde ich besser. Oh, es gibt tatsächlich... H2O, was ist denn mit Zombie-Infection? Ey. Nein! Minias wins? Alter, Freund! The fuck? Amazing Minias! Die Wurst der Huntsman. Und bei mir steht Camper. Nein, das stimmt gar nicht. Und Sharpshooter, das kann, der hat mich verwechselt. Ich bin bestimmt kein Sharpshooter. Doch, du hast direkt getroffen, ey. Ja, ich habe einfach nur, das war ein Panikschuss. Ich dachte, ich würde ja stehen. Ich dachte, ich würde stehen. Hab ich vorher schon gesehen? Ich habe gesehen, wie du da um die Ecke bist und dann habe ich gedacht, weißt du, ich wäre tot. Also andersrum, ich dachte, ich hätte verloren, weil ja das sofort zu Ende war. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe das nicht verstanden. Weil, egal, weißt du? Ich bin der Beste und du bist weißt? Nichts. Du Schmutz. Du Schmutz. Du Schmutz.
Ja, H1Z, das war so ein komischer Name. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Frag mal die. Oh, wie spricht man das denn auf Englisch? H1Z1. Alter! Wer war das denn? Minjas! Ich wollte gerade erklären. Er hat einen Killer erwürgt, ja. Das ist richtig. Du warst da sonst nie schwierig. Sonst und er war derjenige, der sagt hier PvP, nee. Plötzlich die Frau. Was, eine Frau? Ist das aufgefallen? Ja, genau. Was, ich war eine Frau? Du bist eine Frau? Ja. Nee. Ja? Doch. Obwohl, wenn ich meine Nägel sehe, nee, meine Hand, meine Haut sieht nicht gut aus. Ich kann keine Frau sein. Frauen sind immer gepflegt und die Haut ist in Ordnung. Aber bei mir jetzt gerade aktuell nicht. Kannst du das normal sein? Das habe ich nicht verstanden. Ist das... Ist das da hinten? Was mache ich denn jetzt? Jetzt laufe ich hier... Was denn? Wie? Wo hinten? Scheiße! Oh, ich hab Angst, Mann. Das ist Minjas. Ich werd verfolgt! Ich werd verfolgt! Nee? Ah, du hast mich... Nein, du hast mich erwischt! Dich? Ja, ich war das. Her? Ach so. Meinst du, ein Zombie wäre so intelligent, dir auf den Kopf zu schlagen? Okay, ich glaube, die Schüsse kamen von hier. Aber ich bin schon wieder. Und jetzt bin ich definitiv eine Frau. Bei den Nägeln bin ich eine Frau, da kann ich gut mit kratzen. Du warst als Mensch eine Frau. Als Junge. Mensch war ich eine Frau. Kannst du es nochmal erklären? Ich habe das nicht verstanden. Als du noch gelebt hast. Ja, zu Lebzeiten. Da warst du eine Frau. Verstehst du das? Lass mal vorbei, Jungs. Ich will zuerst ran. Nate! Bitch! Nate, Bitch? Nate, Bitch! Ich muss eine Waffe wegwerfen für die Nate, Bitch! Nee, also mal ganz ehrlich, ich hoffe, dass dieses HNZ1 die Erfüllung wird, die man sich davon erhofft. Aber ich meine, das ist auch irgendwie Quatsch, oder? Eigentlich, ja. So ein Spiel nachzufiebern, ist eigentlich Bullshit, weil man hat sich... Ja, wenn du ruhig bist, dann bist du bei mir hier. Ah, ich schlag dich! Hau ab! Ah! Okay, jetzt habe ich gewonnen, ohne den letzten Kill zu machen. Voll schwierig. Tja. Naja. Nee, man erhofft sich ja immer. Ja. Wieso heißt eigentlich Hirnschutz zockt? Wieso steht oben Hirnschutz zockt? Achso, so heißt der Server. Man erhofft sich immer, dass das der nächste große Hit wird, an dem man sehr, ja, sehr gerne sehr viel Zeit investiert. Und leider ist es meistens nicht der Fall. Und deswegen bin ich da auch total offen und schaue mir das erstmal an. Ja. Also die 20 Euro investiere ich, weil ich habe schon in anderen Quatsch Geld investiert. Ja. Yeah. Aber in schlechteren, ja. Das kann man noch nicht mal sagen. Also es gibt ja wirklich Spiele, wo du wenig augenscheinlich investiert hast. Augenscheinlich, sag mal so, schlecht. Also für mich war es zum Beispiel, wir haben gerade heute Minecraft jemand gezeigt, der das noch nie gespielt hat, ja. Und war erstmal begeistert, ja, aber halt auch, man merkt halt auch, dass es kompliziert ist, was man an Grundlagen lernen muss. Und ich finde so manche Spiele, gerade Minecraft, ist ein schönes Beispiel dafür, das ist das bestinvestierte Geld in den letzten Jahren, weil das war für mich so als Freund der Spielinnovation auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das war. Ich auf die Damentoilette. Geil, wo seid ihr, Ladies? Infektion ist an, ne? Jo. Nur weil der ein bisschen rot wird, heißt das nicht, ne? Stimmt, ich bin eine Lady, ich sehe auch, ich habe Nägel und ich habe ein Henna-Tattoo auf dem Handgelenk. Oh, ich höre euch. Ich höre euch. Bin ich Madonna oder was? Ja, nee, ich hoffe einfach, dass diese Spiele, dass dieses Spiel gut wird. Dass es einfach gut wird, weil was man gesehen hat, ich meine, man hat ja nichts gehört, dann haben sie es angekündigt, dann kam irgendwie mal so ein Livestream von den Entwicklern und das sah schon ziemlich fertig aus, weißt du, so mit Jeep fahren und es kommt Housing dazu und die haben irgendwie einen Teil in Amerika nachgebildet und also insgesamt sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt ein Interview gehört, könnt ihr euch mal... Geil, schlag mich nochmal, die hat geil gestöhnt. Ich habe ein Interview gehört von dem Entwickler zwischen Rhino Crunch und dem Entwickler. Müsst ihr euch mal angucken bei Rhino Crunch H1Z1 Question and Answer. Da sagt er, dass man pro Server anscheinend mit bis zu 1000 Spielern spielen kann. What? Ja. Wie groß aber auch die Map sein muss dafür, damit. Ja, natürlich. Und sie wollen es aber auch so entwickeln. Wow. Dass der Fischkopf sofort am Sterben ist. Ich war eh infiziert schon wieder. Ja, ist doch okay. Oh, hast du Moon dabei? Gib mir da. Alles mitgenommen. Dass man auf jeden Fall auf der Map, also mit den 1000 Spielern, aber noch so spielt, dass man sich einsam und verlassen fühlt. Das ist doch crazy. Also das ist praktisch, es muss huge sein, ne? Wie man so schön sagen würde. Huge. Also die Spannung steigt und...
Wir freuen uns drauf. Und wenn das nicht rauskommen sollte, brauchen wir ein anderes Spiel. Deswegen müsst ihr uns in die Kommentare schreiben. Achso, jetzt kann ich, hätte beim letzten Mal schon fragen sollen, bei der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Was sollen wir zusammen spielen? Was denn jetzt? Ich bin umgebracht worden. Nee, ich bin. Ich hab dich. Ach, das warst du. Ja. Du Sack. Nee, also ihr könnt euch grundsätzlich, auch wenn H1Z1 spielen sollten, immer in die Kommentare schreiben, was wir zu dritt spielen sollten. Wie gesagt, Strip-Poker fällt aus. Gibt uns mal Tipps. Was fällt aus? Strip-Poker. Ah ja, Witz. Hearthstone geht auch nicht zu dritt, fällt auch weg. Hearthstone, oh, das beste Spiel der Welt. Und schreibt jetzt aber nicht Heroes of the Storm. Erstens mag Midias ja keine MOBAs. Nee. Deck auch nicht. Und zweitens haben die ja keinen Zugang zur Alpha, ne? Oder? Hast du exklusiven Zugang zur Alpha eventuell? Ja, exklusiv, als einziger Mensch auf der Welt. Spielst alleine gegen dich. Hab ich, genau. Ich spiel mit mir selbst. An dir selbst. Ich hab ein Bild geschickt, ein JPG-Bild einfach von dem Spiel und dann spiele ich davor und spiel mit mir selbst. Genau. Davon wird man blind. Ja, Schüsse. Wo seid ihr? Keine Ahnung, wo bist du? Ich bin im Pavillon. Oh, warte, mit den Zombies ist echt krass. Ich warte auf dich im Pavillon, auf dich. Einsam romantisch am See. Oh, ich höre eine. Das ist keine Six Sauer. Oh, ich habe Blut und Munition. Sehr gut. Könnt ihr noch mal ein paar Mal schießen, bitte? Nö, geht schon. Na du, na du. Was ist denn los? Tschüss. Ja, so eine Lady kann was. Boah. Alle. Willst du uns alle? Wo klettert denn der denn hoch? Am virtuellen Tor. Oh, schwierig. Oh, diese Schreit. Kannst du mich nochmal schlagen? Ich bin bestimmt jetzt infiziert. Weißt du, dann findest du Energie ist verloren. Oh, ist das schwierig. Mann, ey, das ist hier eine Falle. Wo denn? Ich helfe dir, komm. Ich helfe dich, befreie dich. Ich denke aber, ich komme den Schüssen näher. Aber dem ist wohl nicht so. Ich habe nochmal geschossen, einfach nur, damit du eine Chance hast. Boah, da war mal ein größerer Schuss jetzt gerade, den Teig gehört. Okay, ich bin bereit. Auf was? Ja, zu auf, was? Auf meinen großen Kuh. Ich hab hier Sachen vor. Du hast Sachen vor? Okay. Ja, ich muss euch Bomben gelegt, Minen gelegt und Fallen ausgelegt. Ich geschiffen. Bin ja schon extra sneaky unterwegs gerade die ganze Zeit. Ich geh mal so einen Herrn rein. Oh, in der Herrentoilette leuchtet das Licht. Hier los. Herrentoilette, ja? Ah okay. Ja, okay, wisst Bescheid, wo du bist. Warum leuchtet hier Licht? Hier ist kein Fenster, nix. Hier ist einfach nur dunkel, stickig und riecht nach Urinal. Blödes Wort, oder? Urinal. Kennt ihr diese... Ihr kennt auch diese Fliegen, die in so Urinalen drin sind, ne? So diese aufgeklebten Fliegen? Ja. In so Pissoirs? Dass du triffst. Pissoirs, ja. Ja, es heißt ja, da soll man hin Pipi machen, damit das nicht so streut. Aber jetzt spritzt denn echt recht. Aber spritzt erst recht. Wo war denn das? Ah, ja. Am Arsch, keine Mann. Chance. Du bist doch ein Cheater, du bist doch... Der, kannst du auch was? Energie hast, wie viel Energie hast du noch? Alter! Ah, du Sack! Mitte Nate! Es war der Nate-Sieg! Es war der Nate-Sieg! Geil! Hast du nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ich hab sowas klimpern gehört, da hab ich aber nicht drauf, weil, weißt du, das muss ja erstmal im Kopf ankommen, dann muss... Action! Ey, was hat da geklappert? Ist eine Granate oder was? Und du war die Action! Wo mein Kleiner nur versucht hat, oder mein Großer? Action! Full. Action Schnitzler! So. Letzte Runde? Ja. Jawohl. Mit letzte Crossbow. Runde und dann H1Z1, meine Freunde der Nacht. Mit Crossbow, wir gerne ihn töten jetzt. Also ich würde mich ja freuen, wenn es kommt und auf und zu habe ich Bock, wieder was Neues zu spielen, weil nach Daisy Standalone, das war eine riesen Enttäuschung nach meinem Geschmack, also... Ja, fieser Fehler. Ja. Also das da, ich meine, da hättest du auch Mod ewig weiterspielen können, hättest du wahrscheinlich mehr von gehabt, weil... schwierig. Ja, ich habe es mir auch gekauft, 2-3 Mal angespielt und nicht... Also ich habe es mir noch nicht mal richtig angeguckt, das ist mein Problem, ich glaube... Es hat nicht viel verpasst, das ist ja leider das Problem. Nee, es ist einfach so, ich meine, wenn du ein Spiel rausbringst, und dann fehlen ein paar Sachen. Ist ja gut, ist ja Alpha, ja? Gar kein Problem. So, dann sagst du, ja, da kommt demnächst dann auch Fahrzeuge und alles, was ihr gewohnt seid, aus dem Mod. Weißt du, was es schon seit Jahren gibt? Und ich meine, ich bringe nur kein Spiel raus und, weißt du, lass ich erstmal die Hälfte weg. Und dann sagen alle, oh ja, kommt bestimmt bald, dann kommt ein Update, alles klar, jetzt kannst du deine Waffe einfärben.
Update. Ah, jetzt kannst du die Dosen besser öffnen. Weißt du, nur solche Grundlagen. Und dann, nein, sie machen aber eine Spraydose für Waffen rein. Weißt du, dass du deine Waffe umlackieren kannst. Also wie wichtig ist denn, die Waffe zu lackieren? Also bitte. Ja, das ist so schwachsinnig. Anstatt dass sie mal wirklich Fahrzeuge reinmachen, Loot spawnen, die ganze Performance ist auch scheiße. Weißt du, spielst du mit 40 Mann auf einer riesen fetten Karte, wo es keine Fahrzeuge gibt und die du schon blasen läufst, um nur miteinander mal aufnehmen zu können, um dann an der nächsten Ecke wieder erschossen zu werden, und dann ist doof. Also ich verstehe die Richtung. Als Let's Player finde ich es katastrophal. Also da muss es ein Freundesystem geben oder irgendwie was, dass du zusammenkommst und gemeinsam aufzunehmen. Also ich verstehe ja den Survival-Aspekt, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, gemeinsam einzusteigen. Finde ich auch. Und ohne Fahrzeuge ist es natürlich besonders. Oh, ich dachte schon. Sah aus wie Jack, nur verwest. Könnt ihr mal schießen, bitte? Ich schieße die ganze Zeit. Also echt? Das stimmt nicht. Ich habe jetzt erst geschossen zum ersten Mal. Hörst du das? Ja. Aber weit weg. Ja, dann komm doch dem Schießen näher. Ich habe auch noch hier meine 38 Freunde, die würden dich gerne mal treffen. Okay. 38 Freunde, das reicht für ihn. Ja, ich bin ja so ein schlechter Schütze, also ich muss ja schon Dauerfeuer und viel. Ich lasse jetzt die Shotgun liegen, weil ich die scheiße finde. Okay, Freunde. Alter, was ist denn... Nein, ich muss schlagen. Was ist mit dir los? Du gehst mir nicht platt. Was kracht denn hier so? Schießt ihr mit Pershing 2 oder was? Nein! Ich hab den erzählt. Ich meine so, der hat ja scheiß Zombie mich festgehalten und alles ist scheiße. Mann. Batman spielt schon wieder heimlich, ne? Ah, nee, eben nicht. Das hat er gar nicht merkt. Dieser Revolver. So einen schönen Bogen hatte ich hier. Crossbow. Oh, den hatte ich auch letzte Runde. Oh shit. Sieg sauer. Komm. Oh. Minjas. Ja. Wo bist du? Komm, wir müssen mal länger sprinten können. Im Wald bin ich. Ich versteck mich. Wenn du stirbst. Du campst irgendwo in der Ecke? Nein, ich campe nicht. Auf dieser ganz, ganz kleinen Map. Ich. Ja, was ist denn los? Mein Bild zittert so auf einmal, wenn ich sprinte. Was ist los, wenn du sprintest? Ich habe die Infektion. Ich denke, warum zittert das Bild so? Verdammte Scheiße. Lass mich in Ruhe, ich bin infiziert. Fischi, komm mal, treffen. Das heißt, du müsstest jetzt schnell. Ja, ich muss dich treffen, aber ich sehe dich nicht. Jetzt, es geht los. Es ist schon dumm. Scheiße. Nein. Wo ist er denn? Was ist los? Warte. Ich habe keine Moon mehr. Warte, ich nehme die Sig Sauer. Hör dich doch. Ich will dich noch treffen. Komm mir entgegen. Ich höre dich doch. Nein! Noch kurz vor der Infektion in die Fresse geschossen. Schönes Ding. Ja. Gezeigt, was knapp, du kannst. Knapp, aber gut. Wir sind leider am Ende einer Folge. Wir hoffen, dass wir uns dann demnächst in H1Z1 wiedersehen. Ansonsten schreibt bitte in die Kommentare, welches Spiel wir noch zocken könnten, sollten, müssten, dürften. Ich gehe jetzt rutschen und verabscheue mich aus dieser Folge. Wir sehen uns dann zu was auch immer wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.